Ein Blasensprung ist ein Zustand, bei dem es zu einem Einreißen der Eihäute kommt, sodass das Fruchtwasser aus der Fruchthöhle durch die Scheide nach außen läuft. Wir unterscheiden den vorzeitigen, den frühzeitigen und den rechtzeitigen Blasensprung. Beim vorzeitigen Blasensprung tritt dieser Zustand vor Einsetzen der Wehen ein, beim frühzeitigen im Verlauf der sogenannten Eröffnungsphase der Geburt und der rechtzeitige Blasensprung, der tritt auf, wenn der Muttermund vollständig und das Kind kurz vor der Geburt ist.